Hallo, liebe Leute, ich bin der Voice von 80. Ich hab hier was. Ein Zombie-Biber! Ein Zombie-Biber! Geh weg von mir! Geh weg von mir! Oh mein Gott! Bin ich jetzt auch ein Zombie-Biber? Ich weiß es nicht. Hallo liebe Filmfreunde, hier ist euer VS89 mit meinem allerersten Review-Video zu dem Film Zombie-Biber. Ich habe mir gerade angeguckt und ja, also ich muss schon sagen, der Film ist schon eine wahre Pracht an Trash ohne Ende, aber auch irgendwie auch extrem witzig, ne? Und ja, erstmal zur Handlung. Es sind dann eben drei Mädels und die eine wurde von ihrem Freund betrogen und die ganz anderen Mädels wollen sie halt betüdeln und hier ein bisschen aufmuntern. Deswegen fahren sie in ihre alte Heimat von der Zoe, glaube ich, heißt die. Dame, ihr wisst ja, ist nicht so mein Ding. Und in einer gelegenen Waldhütte, wo ein schöner See ist und wollen irgendwie entspannen, ohne Männer, ohne Bimbern, ohne alles. Naja. Und ein Transporter tut eben Gift mit transportieren und dann überfährt der einen Elch. Und dann fällt ein so ein Giftmüllcontainer in den See rein. Und diese Tonne fliegt genau zu dem Biberbau eigentlich hin und verwandelt die in Zombies, in Biberzombies. Ja. Wie es weitergeht, könnt ihr euch gut ausdenken. Ne? Ich will nicht zu viel verraten. Es ist halt wirklich richtig cooler Klamauk und vor allem gigantische Wahnsinns-Szenen drin, wo man sich fragt, wie kann man nur sowas Bescheuertes machen? Aber ist ja auch eine Horrorkomödie, von daher ist es dann gar nicht mal so dramatisch. Ja. Der Film geht 78 Minuten, habe ich ja schon mal beim Unboxing erwähnt und ich denke mal, länger wäre dieser Film auch, hätte er gar nicht gehen dürfen, denn er ist schon sehr trash. Ja, also man muss dazu sagen, diese Biber, diese Zombie-Biber, sind wirklich hochintelligente Wesen. Also Zombies, ne? Eigentlich hier das hier, überhaupt nicht. Also die wissen genau, wie man Telefonkabel auseinander beißt und auch, dass man jetzt genau die Straße blockieren muss. Deswegen tun wir da einfach mal einen Baum fällen, damit die nicht weiterfahren können, damit sie nicht flüchten können. Also wirklich hochintelligente Biber sind es und die Darsteller an sich, zumindest die Mädels und auch die Jungs, wenn wir da mitspielen, die haben glaube ich insgesamt ein IQ von 40 hochgerechnet, also wirklich hochintelligente Personen, Studenten sind es ja, ne? Die waren ein wenig entspannt, ein wenig rum, hier Pfiffi, ne? Und also wirklich Wahnsinn, also du schmeißt dich wirklich bei manchen sehr einfach weg, ne? Draußen Horden von Zombie-Bibern, aber was machen die? Die bimbern erstmal gescheit. Ist klar, ne? Erstmal noch mal den letzten Samen versprühen, bevor man stirbt, ist klar. Ja. Von der Gewaltdarstellung her ist schon sehr witzig. Also ich bin krank, ihr wisst es ja, ne? Und ja, also es war auf jeden Fall schon amüsant anzugucken. Vor allem, wo das Bein abgebissen wird und sowas ähnliches. Also, es sind jetzt keine extremen Splatter-Effekte jetzt drin, da brauchen wir jetzt nicht so wie jetzt hier bei aller Hostel oder keine Ahnung, also so extrem ist es. Deswegen ist ja auch der Film eigentlich mehr als Scherz-Horrorfilm eigentlich angesehen. Und mir ist er auch nicht. Ja, was gibt es noch zu erwähnen über diesen Film? Die
Biber an sich sind natürlich Puppen oder zumindest halt eben Modelle. Das sieht man auch, wie sie eben in die entlang geschliffen hat. Aber ich finde, es macht auch den Charme aus von diesem Film. Das ist jetzt für mich jetzt halt so dramatisch, dass jetzt keine High-End-Special-Effekte sind. Das sind einfach richtig coole, billig gemachte Effekte. Und ich muss sagen, also ich mag eigentlich solche Billigfilme überhaupt nicht hier wie Necromantik. Ich weiß, es ist ein Kultfilm, Entschuldigung, aber für mich ein Schrottfilm. Finde ich jetzt meine Meinung. Also der ist wirklich trotzdem sehr gut gemacht, also auf dem Gebiet jetzt. Also der ist, kann man eigentlich vergleichen wie Piranha, finde ich jetzt. Also Piranha 2 kann man vergleichen mit Zombie Bieber, obwohl Piranha 2 deutlich bescheuerter ist als der Film. Und auch die Zombies, diese Viecher an sich sind schon realistisch, wenn man jetzt sagt. Also man sieht halt auch, dass es wirklich halt wirklich Puppen sind und wenn halt in die Kamera machen, das ist halt alles wirklich sehr billig. Aber trotzdem, haben wir es anzugucken. Und ich würde dem Film, denke ich mal, 4 von 10 geben. Also 4 von 10 Punkten. Also mehr ist der Film eigentlich, ja gut, 4,5 bis 5. Das ist so eine schwierige Sache. Aber er ist auf jeden Fall lustig anzugucken für einen Männerabend. Also meine Frau war da gerade mit dabei. Also ich bin die ganze 10. und Scheißfilm, wie sie den. Gut, die ist jetzt ins Bett gegangen. Und habe ich ihn jetzt alleine gemacht. Ja, alleine angeguckt. Ja, das war eigentlich meine allererste Review. Ich habe mir gedacht, ich mache erstmal so eine einfache Review von so einem etwas anderen Film. Denn ich möchte erstmal eure Reaktion darauf sehen, wie ich das denn mache. Weil ich mag eigentlich dieses Erklären von diesem Film eigentlich so überhaupt nicht. Aber ich habe auch im letzten Film von Abonnenten Special ja gesagt, wir machen auch mal so Reviews. Und deswegen dachte ich mir, passt es eigentlich wunderbar, eben wie hier in meinem Zombie-Bibel hier, mache ich so ein kleines Teil 2 von dem Unboxing. Ich hoffe, es ist mir auch ganz gut gelungen. Und deswegen dachte ich, mache ich einmal dieses Review zu diesem Film. Meine Frau ist ja schon im Bett, deswegen kann sie ja nichts mehr dazu sagen. Und sie wird auch nichts sagen, weil sie niemals angucken wird. Wenn ihr irgendwelche Kritiken habt, wie ich es besser machen kann oder was ich noch mit reinbringen soll, sagt mir das bitte Bescheid. Da habe ich nichts dagegen. Schreibt es in die Kommentare oder ob ich es ganz lassen soll, sagt es mir auch. Ist mir auch recht, weil dann kann ich für dieses Thema auch abhaken. Aber ich habe es einmal halt versucht. Ne? Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen Abend, zumindest eine gute Nacht, denn es ist nämlich schon 0:38 bei uns. Und ich werde jetzt auch mal ins Bettchen gehen, nachdem ich das Video geschnitten habe und das gemacht habe und das gemacht habe. Also, wie gesagt, ich brauche 40 Stunden Tag. Ja, ihr könnt mich auf jeden Fall abonnieren, wenn euch die Review gefallen hat. Oder nicht, wie ihr das möchtet, nachdem ihr das Video angeguckt habt. Ich weiß, der Typ hinter der Kamera ist verrückt. Ja, das bin ich wirklich. Und auf jeden Fall, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal, euer Voice von 80. Tschüss. Jetzt geht's schon los. Nein, jetzt nicht. Ich halte ihn auf. Nein, dann tut niemandem was. Tschüss. Winke, winke.